Moin, liebe Freunde, was geht ab? Ich bin heute wieder bei uns auf dem Sportplatz. Wir haben ein Heimspiel gegen Dreihausen, zweite Mannschaft. Es wäre mega wichtig, dass wir heute gewinnen. Wir sind nämlich momentan noch auf dem 9. Platz und wenn wir gewinnen, können wir auf den 7. Platz aufsteigen. Wäre mega geil. Wir haben heute eine Aufstellung, wie immer Philipp im Tor, dann eine Viererkette. Haben wir Carlos, Fabi, Jens und Tim. Davor haben wir einmal Manni und Lukas. Dann der Zehner ist Leon und vorne in der Spitze haben wir Avis und links und rechts auf den Flügeln haben wir Nico und Ozzy. Hoffen wir mal, dass die Aufstellung so gut ist und dass wir gewinnen können. Ich habe heute das Video übrigens mal anders und kürzer geschnitten. Sagt mir doch mal bitte in den Kommentaren Bescheid, ob ihr das so besser findet oder nicht. Lasst wie immer ein Like und ein Abo da. Ich würde mich freuen, oder wir würden uns freuen. Viel Spaß beim Video. Let's go! Wir sind hier heute in unseren blauen Trikots. Der Gegner hier direkt mit einem Angriff auf uns. Passt den Ball hier in die Mitte, aber Carlos kann die Situation entschärfen und schießt den Ball zu Lukas und er weiter weg zu Nico. Gegnerischer Torwart hier mit einem Abschlag. Luki kann ihn kriegen. Gegner nimmt ihn aber Leon schnappt sich den Ball wieder. Lukas passt hier zu Avis. Avis sieht Ozzy, passt in die Schnittstelle und er schießt leider links am Tor vorbei. Dreihausen hat hier wieder den Ball. Der Flügelspieler von denen versucht hier links außen an Tim vorbei, dann an Jens vorbei. Aber Jens ist da zur Stelle, schnell genug und schnappt sich den Ball. Passt hier zu Nico und entschärft die Situation. Ball fliegt hier zu Leon. Er legt ihn sich vor, macht einen Fernschuss, aber leider zu mittig und etwas zu schwach. Dreihausen hier wieder im Ballkontakt, spielen sich hier den Ball zu, an Tim vorbei, rennt aufs Tor und schießt hier weit übers Tor. Dreihausen hier mit einem Einwurf, passt sich den Ball zurecht, Flanke in unseren 16er, Philipp ist da, aber wird hier auch gefoult. Carlos kriegt hier den Ball von Luki. Tanzt hier den Gegner schön aus, schießt den Ball nach vorne. Können die noch für uns behaupten? Avis hat hier den Ball. Passt hier zu Leon. Und Leon hier mit einem nicen Trick passt zu Avis wieder zurück. Und er leider am Tor vorbei. Gutes Spiel, ihr beiden! Fabi hier mit einer weiten Flanke zu Nico. Der kriegt den Ball. Sieht Tim, passt zu Tim. Und er direkt mit einem Schuss aufs Tor, aber leider am Tor vorbei. Passen uns hier den Ball schön vors Tor, kriegen leider nicht, aber Nico kriegt ihn, schießt und leider gegen den Pfosten und der Gegner entschärft die Situation. Manni bekommt hier den Ball, er sieht wieder Nico, Nico kriegt den Ball, schießt über den Torwart und er fliegt ins Tor hinein. 1-0 für uns. Zweite Halbzeit, Dreihausen hier wieder mit einem Einwurf, hat den Ball. Mit einem Fernschuss auf unser Tor, aber Philipp kriegt den Ball gerade so noch mit den Fingerspitzen und kann ihn am Tor vorbeinehmen. Leon kann sich hier den Ball vom Gegner schnappen, passt hier zu Luki. Luki sieht Nico mit einem schönen Ball in den Lauf. Er hat den Ball, aber kann ihn leider nicht aufs Tor bringen, weil der Gegner da zur Stelle ist. Philipp hier mit einem weiten Abstoß zu Dome, der ist gerade frisch eingewechselt worden. Kann hier den Gegner austricksen, rennt am Gegner vorbei, bringt eine schöne Flanke, da ist Nico, Nico kriegt den Ball, passt zu Avis und er mit einem Kopfball ins Tor, das 2-0 für uns. Und hier sehen wir auch nochmal die schöne Glatze vom alten Schneider, aber zum Glück war er nicht im Bild. Sie ist es ja auf dem Weg. Jens hier mit einem Freistoß, er schießt direkt aufs Tor, Torwart kann nicht festhalten und Lukas macht hier wie von der Tarantel gestochen, das 3-0 für den TSV Mesch. Gutes Ding, Jens, stark nach dir an, Lukas! Wir sind jetzt natürlich umso mehr noch motiviert, das 4-0 zu machen. Leon kriegt hier den Ball in die Kronjuwelen, aber hier nochmal ein weiter Ball zu Dome. Er will hier den Gegner austricksen, schießt den Ball aufs Tor, aber leider zu locker. Dreihausens Keeper will hier den Ball passen. Krasser Fehlpass zu Dome. Dome kriegt hier den Ball, legt ihn sich vor, schießt aber leider am Tor vorbei.
Dreihausen hat hier wieder den Ball. Dome kann sich aber schnappen. Passt hier zu Leon. Leon legt mir schön am Gegner vorbei. Passt zu Manni. Manni direkt wieder zu Leon. Er legt ihn sich vor und schießt hier aufs Tor. Aber der Keeper hat ihn leider. Dreihausen hier wieder im Ballbesitz. Sie wollen sich den Ball schön zurechtpassen für einen Angriff mit einem Schuss auf unser Tor. Aber der Ball hier fliegt gegen den Pfosten und Philipp hat den Ball. Geht er denn nicht dahin? Lenny hat hier den Ball, passt zu Luki. Luki kann leider nicht für sich gewinnen. Der Ball fliegt hier weit zum 16er von Dreihausen. Das wird auch unser letzter Angriff dieses Spiels sein. Die köpfen sich hier den Ball zu. Und sie kriegt den Ball und schießt leider am Tor vorbei. Das war's dann für heute mit dem Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Danke fürs Zuschauen. Ciao.